Hallo, ich möchte die Vorteile einer relationalen Datenbank nutzen und ich möchte in Excel später die Daten weiterverarbeiten, weil ich hier zum Beispiel noch Berechnungen durchführen will. Nun will ich hier zeigen, welche Möglichkeiten wir haben, Access als Datenquelle mit Excel zu verbinden. Eine Verbindung kann mit einer Vielzahl von Datenquellen hergestellt werden. Hier soll ja Access diese Datenquelle sein. Access verfügt über einen dazu benötigten UDBC-Treiber oder OLE-Datenbank-Provider. Eine Verbindungsdatei definiert nun sämtliche Informationen, die für den Zugriff auf und den Abruf von Daten aus dieser Datenquelle erforderlich sind. Die Verbindungsinformationen werden aus der Verbindungsdatei in einer Arbeitsmappe kopiert und können hier einfach bearbeitet werden. Die Daten werden dann in einer Arbeitsmappe in Excel kopiert, damit sie auf die gleiche Weise wie Daten verwendet werden können, die direkt in der Arbeitsmappe gespeichert sind. Ich habe jetzt eine Datenbank geöffnet und möchte nur mal grundsätzlich zeigen, wie das praktisch funktioniert. Mit diesem Formular hier erfasse ich die Personalstammdaten und diese Daten finden dann Eingang in die Personaltabelle. Die ist hier ziemlich umfangreich. Hier sind also alle Mitarbeiterdaten erfasst. Nun benötigen wir ja nicht immer alle Daten und deshalb haben wir ja hier in Access die Möglichkeit, Abfragen zu erstellen. Und eine davon ist die Abfrage Lohnstammdaten. Und eben diese Lohnstammdaten möchte ich mit Excel weiter bearbeiten und möchte die also mit Excel verbinden, weil ich ja hier in Excel dann noch umfangreiche Berechnungen durchführen möchte. Ich gehe dazu in ein leeres Excel-Tabellenblatt, klicke mal hier auf Daten und habe hier links den Reiter externe Daten abrufen. Hier bekommen wir also mehrere Möglichkeiten angezeigt, Datenquellen auszusuchen. Ich entscheide mich jetzt hier also natürlich für die Access-Datenbank und kann jetzt hier die Datenbank mir aussuchen und öffnen. Und wir sehen jetzt, dass die Verbindung hier mit dem OLE Datenbank Provider für Access hergestellt wird. Wir sehen hier auch nochmal die Datenquelle. Das können wir hier bestätigen. Ebenso die Datenbank-Initialisierungsinformationen. Die können so bleiben und dann kriegen wir hier die Auswahl. Hier sind also alle Tabellen und Abfragen aufgelistet aus unserer Datenbank und ich nehme jetzt hier die Tabelle Lohnstammdaten und weil ich mich jetzt hier in der Zelle A3 befinde, schlägt er mir eben vor, auch hierhin die Daten jetzt einzufügen. Das bestätige ich und dann haben wir die Datenverbindung hergestellt. Hier sehen wir nun auch gleich, dass Excel uns die Datenliste auch als Tabelle hier formatiert. Und die Daten, die hier übernommen werden, die müssen freilich nun auch noch formatiert werden. Die sind hier sozusagen roh übernommen. Ich klicke jetzt nochmal hier auf Daten und dann haben wir hier die Eigenschaften. Das sind die Datenbereichseigenschaften und die beziehen sich jetzt hier nur auf diese Tabelle. Hier können wir also mehrere Einstellungen vornehmen und wir können uns hier auch nochmal die Verbindung anzeigen lassen, also sämtliche Arbeitsmappenverbindungen. Und hier haben wir also unsere Datenbank Firma Test. Und auch hier können wir Eigenschaften festlegen, nämlich wie die Daten aktualisiert werden sollen, ob beim Öffnen der Datei oder in einem bestimmten Zeitintervall.
Wir können die Tabelle jetzt bearbeiten und formatieren. Wir können Spalten einfügen und hier unsere Formeln und Funktionen unterbringen für die Berechnung. Und wenn sich in der Datenbank jetzt Daten ändern, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, das auch hier direkt zu aktualisieren. Einmal nur für diese Tabelle oder aber für die gesamte Arbeitsmappe. Nachdem ich die Tabelle nun formatiert habe und die Formeln eingetragen habe, soll hier meine Lohnberechnung dann so aussehen. In diesem Beispiel übernehmen wir immer eine ganze Tabelle und wir haben aber noch eine zweite Möglichkeit. Dazu gehen wir wieder auf den Reiter Daten, externe Daten abrufen und wir gehen auf andere Quellen. Ich nehme hier jetzt den Microsoft Abfrageassistenten MS Query. Wir suchen uns hier eine Datenquelle aus, also Access Database, können uns unsere Datenbank anwählen und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, aus den einzelnen Tabellen uns Spalten auszusuchen und nur bestimmte Spalten zu übernehmen. Ich übernehme hier alle Spalten aus meiner Lohnstammdatentabelle. Hier können wir nochmal Daten filtern und eine Sortierreihenfolge festlegen. Wir können das jetzt hier in Excel ausgeben lassen oder ich klicke hier mal an im Abfrageassistenten weiter bearbeiten. Zuvor ist es auch sinnvoll, der Abfrage hier einen eigenen Namen zu geben. Hier jetzt mal auf Fertigstellen. Und wir sind dann hier im MS Query Abfrageassistenten drin. Hier können wir also neue Tabellen hinzufügen und eigene Abfragen erstellen oder die vorhandene bearbeiten und neue Kriterien festlegen. Ich lasse das an dieser Stelle so, schließe den und kann jetzt die Daten hier wieder importieren und habe hier als zweite Möglichkeit mit dem Abfrageassistenten auch meine Tabelle in Excel zur Bearbeitung zur Verfügung. Okay.